Guten Morgen, Leute, wieder hier aus dem Frühtraining. Ich bin gerade fertig und heute habe ich einfach für euch mal eine kleine Übung zum Nachmachen. Viele von euch werden die vielleicht schon kennen, aber ich will sie einfach noch mal kurz vorstellen, zwei, drei Sachen dazu sagen und dann dürft ihr das zu Hause nachschwimmen. Und zwar geht es heute um eine Kombinationsübung Rückenarme mit Brustbeinschlag. Worauf kommt es dabei an? Zum einen müsst ihr natürlich zwei verschiedene Lagen kombinieren, das heißt, ihr müsst euren flüssigen Rückenarmzug machen und einen sauberen Brustbeinschlag. Ich empfehle euch immer einen Brustbeinschlag auf zwei Rückenarmzüge. So kann man einfach den Rhythmus halten. Man kann die Wasserlage aufrechterhalten. Und was bringt es euch im Training? Es ist einfach gut, wenn man einfach mal ein bisschen so Kontrastübungen mit einbaut. Gerade mal ins Einschwimmen, ein bisschen so kombinieren. Da wird der Körper warm. Da muss man ein bisschen das Hirn einschalten und wird für den Trainingsplan dann einfach ein bisschen aktiver, ein bisschen wacher. Ich mache das euch Ganze jetzt einfach mal vor und schaut einfach zu. So, ihr habt das gerade gesehen, da ist im Beinschlag natürlich immer eine relativ lange Pause. Während dieser Pause gilt es einfach, ja, Spannung halten, versucht nicht mit dem Bein unnötig abzusinken, rotiert mit dem Rückenarmzug mit um die komplette Längsachse. Und ich habe es jetzt gerade so gemacht, dass ich auf der Hinbahn habe ich immer mit dem rechten Rückenarmzug den Beinschlag gemacht, auf der Bahn zurück habe ich es auf der anderen Seite gemacht. Schaut also auch immer da, dass ihr gleichmäßig abwechselt, dass sich da keine Disbalance einstellt, sondern dass ihr mal alles zu gleichen Teilen auf beiden Seiten trainiert. Das war's auch schon. Macht es zu Hause nach. Schreibt mir euer Feedback in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Technikübung. Bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.